Hallo und herzlich willkommen hier zu einem Photoshop-Tutorial von M-Pictures. In diesem Tutorial möchte ich euch zeigen, wie ihr ein Gesichts-Make-up oder ein Porträt-Make-up macht. Und zwar sieht das Ganze so hier aus. Das hier ist das Endresultat und so sah das am Anfang aus. So, dann fangen wir ganz einfach an. Nehmt einfach ein Foto von euch selber oder von irgendwie einem Bekannten von euch und öffnet diese mit Photoshop. Dann kopiert ihr dieses Foto einmal und nennt das einfach mal Copy. Und diese Kopie, die werden wir jetzt bearbeiten, weil wir hier leider nicht nondestruktiv arbeiten können, zumindest nicht die ganze Zeit. So, das Exempel blende ich jetzt mal aus. Dann scrollen wir mal ein bisschen ran so an das Gesicht und werden jetzt erstmal so die störenden Sachen wie Pickel oder irgendwelche Muttermale erstmal entfernen. Dazu drücken wir die Taste J und wählen hier das Spot Healing Brush Tool aus. Und jetzt klicken wir halt einfach immer auf die einzelnen Pickel, Muttermale und all diese Sachen halt, die man jetzt im Gesicht nicht unbedingt braucht, um diese zu entfernen. Versucht dabei, die Brush-Größe so klein wie möglich zu halten. Natürlich solltet ihr nicht hin und her zeichnen, sondern die Größe sollte so groß sein von dem Brush, dass es zum Beispiel auf einem Pickel zum Beispiel oder auf einem Muttermal einfach drauf passt und nicht viel, viel größer. Zum Beispiel kann man hier auch solche Sachen dann ganz einfach entfernen. Also damit funktioniert das schon mal sehr gut. So ein bisschen kleiner hier. So. Piercing kann man auch entfernen, wenn man möchte. Muss man aber nicht. So. Wenn ihr die Sachen dann entfernt habt, dann machen wir uns mal an die Augen ran und zwar Schlafsäcke und Tränensäcke oder wie man die nennt. Diese werden wir jetzt auch entfernen und zwar das funktioniert mit dem Patch-Tool. Das wählen wir einfach aus und dann zeichnen wir jetzt hier einfach so einen Bereich ein, den wir verändern möchten und ziehen das einfach mal ein bisschen nach unten. Klicken auf OK und dann machen wir das hier ebenfalls. So. Das Ganze machen wir mit dem linken Auge ebenfalls. So. Und hier machen wir das auch noch einmal. So, dann sieht das Ganze doch schon viel besser aus. So ist denn das. So, wenn wir das jetzt fertig haben, dann werden wir der Haut jetzt mal ein bisschen Make-up verpassen und zwar einheitliche Hautfarbe, weil wir sehen halt in der Mitte ist das ein bisschen rötlich. Das werden wir jetzt auch ein bisschen reduzieren. Und machen damit automatisch die Haut ein bisschen weicher. Dazu gehen wir hier auf Layer, New Fill Layer und Solid Color und nennen diese einfach mal Hautfarbe und klicken auf OK. Das ist jetzt natürlich erstmal schwarz. Die blenden wir erstmal aus. Und wichtig ist, dass wir diese Ebenenmaske jetzt hier mal inventieren mit Steuerung I. Und dann klicken wir Doppelklick auf das Farbfenster hier und dann haben wir automatisch so eine Pipette.
Und dann klicken wir hier auf so eine helle Stelle jetzt von der Hautfarbe, klicken auf OK, machen die Farbe wieder an, stellen diese auf ungefähr 30%. Das muss man halt gucken. Das ist von Hauttyp zu Hauttyp unterschiedlich. So zwischen 35 und 25% sollte man die Opacity dann einstellen. Und dann machen wir unseren Brush an, also Taste B, und wählen hier unsere Ebenenmaske aus von der Hautfarbe und zeichnen jetzt mit weißer Farbe hier einmal unser Gesicht ein. Und zwar ohne die Augenbrauen zu überdecken und Augen und Lippen und so. Das wollen wir ja nicht. Wichtig ist, dass bei eurem Brush die Hardness komplett runtergesetzt ist, also auf 0%. Und dann könnt ihr das Ganze hier ganz einfach einzeichnen. Man sieht auch schon, dass das eine kleine Änderung macht. Und man sieht auch, oder ihr werdet es auf jeden Fall zumindest merken, dass die Haut auch etwas weicher wirkt und nicht mehr so hart. So, hier unter den Augen noch ein bisschen, hier hoch. So, wenn wir das jetzt dann fertig haben, dann sieht das Ganze so aus. Wir können es nochmal ausblenden. Man sieht schon einen sehr starken Unterschied von der Hautfarbe zumindest. Und man kann natürlich das Ganze nochmal runtersetzen auf ungefähr 25%, wenn es einem zu stark ist. Ich mache das jetzt mal auf 25%. Und jetzt machen wir noch Folgendes, und zwar wir wählen unsere Copy-Ebene aus und dann klicken wir hier auf die Adjustment Layers und fügen jetzt hier ein Adjustment Layer mit Curves hinzu. Klicken einmal auf Automatisch, um die Farbe nochmal zu korrigieren, und dann klicken wir noch einmal da drauf und fügen nochmal ein Brightness und Contrast Adjustment Layer hinzu und verändern das jetzt hier auch noch einmal. Brightness mache ich jetzt mal auf 5 und Kontrast stelle ich jetzt einmal auf 9 oder 10 ungefähr. So, damit wir hier noch mal ein bisschen Farbintensität reinbringen. So. Ja, das war's auch schon. Also so einfach kriegt man das hin. Wie gesagt, störende Objekte wie Pickel und so weiter entfernen, dann Augen einmal ein bisschen verbessern, die Augenfarbe, wie das funktioniert, dafür gibt es ein anderes Tutorial, und dann könnt ihr ein Gesichts-Make-up verpassen und dann sieht das Ganze auch viel hübscher aus. Wir können ja gerne nochmal gucken, das ist das Endergebnis und so sah das vorhin aus. Ja, falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, dann schreibt uns einfach an. Wir werden versuchen, euch zu helfen. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß, sagt Tschüss und bis zum nächsten Mal.